Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, der Savior Robot. In der letzten Folge haben wir die Challenge Labyrinth Bound geschafft. Yay, sind wir ein Maze Runner gewesen. Und warum ist unser Winzweck auf Null? Hä? Haben wir letztes Mal verloren? Echt? Okay, das ist blöd. Hä? Ich dachte, wir hätten einen Winzweck von 2. Was ist hier los? Alles kaputt. Und wir kriegen Jesus. Okay. Hä, haben wir echt verloren gehabt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern? Nee, Adam lief doch voll gut. Adam war doch der Letzte. Okay, kein Plan. Auf jeden Fall haben wir ein Vaters Fuß. Oh, das passt. Das passt zu Jesus. Vorhin. Ach stimmt, wir haben Jesus noch gar nicht gespielt. Also auf jeden Fall sieht er schon mal hübsch aus. Hat natürlich den Dornenkranz auf dem Kopf. Und hat einen der beiden Schlüsselkeys, den wir aber nicht sehen. Warum das denn nicht? Hä? Sieht aus wie ein Schlüsselkey, aber anscheinend ist das gar kein Schlüsselkey. Anscheinend ist das Vaters Fuß, der immer über unserem Kopf wacht. Bei Jesus weiß ich wenigstens, wer es ist. Bei den ganzen anderen habe ich mich ja jetzt ein bisschen verhaspelt, um ehrlich zu sein. You feel itchy. Yay, wir verkleiden uns gerne. Jesus war eine Transe. What's up? Nein. Oh Gott, ich darf hier nichts Falsches sagen. Oh. Oh Gott. Cool, jetzt darf ich sogar Oh Gott die ganze Zeit sagen, weil Gott ist über mir. Aber anscheinend ist das gar nicht. Hä, was ist denn das über unserem Kopf? Warum ist denn das einfach nur so ein doofer Schatten? Wir haben auf jeden Fall nur ein ganzes Leben. Oh, Hilfe. Und das zweite ist dann wahrscheinlich mit dem Blood Trail. Das heißt, dann werden wir Blut hinter uns her schleifen, wenn wir wieder auferstehen. Und das ist alles ganz toll. Allerdings, so wenig Leben sind natürlich eher weniger toll. Ich hoffe, wir finden mal schnell hier irgendwelche Sachen. Und wenn das dieses Schlüsselding da wirklich ein Schlüsselding ist, warum auch immer das über unseren Kopf ist, dann sollten wir auf jeden Fall mehr Angel-Räume bekommen. Und Angel-Räume brauchen wir, damit... Wir haben sogar Rosary-Greed, sehe ich gerade, als Trinket. Das heißt, wir kriegen sowieso noch ein paar mehr Angel-Räume. Oh Gott. Nee, geh weg. Ich hasse diese Dinger. Warum muss man denn mal rauf? Das heißt, wir haben eine höhere Chance auf den Godhead, den wir ja sowieso noch brauchen. Eine ganz schön hohe Chance. Weil wir ein Heiliger sind. Der Heiligste der Heiligen. Und wir haben eine Deckelspille, sehe ich gerade. Purity. Okay, dann würden wir... Purity war doch ein blaues Herz, oder nicht? Okay, dann geht das ja. Ein Schlüssel ist auch sehr schön. Können wir dann eigentlich gleich mal einsetzen. Die Sache ist, wenn wir jetzt in der nächsten Ebene... in der nächsten Ebene einen Curse bekommen sollten, dann könnten wir den mit Purity wegmachen. Deswegen würde ich das eher ungern jetzt schon einsetzen. Aber so ein blaues Herz ist natürlich schon cool. Ha. Naja, wir gucken mal, was das für ein Boss ist. Und je nachdem, was das für ein Boss ist, werden wir dann das eventuell einsetzen oder nicht. Tja. Und gestern ging ja die Schule wieder für viele los. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen, entspannten Anfang. Einige meiner Freunde, bei denen ist das auch los. Okay, ich setze auf jeden Fall Diggity ein. Diggity, babbidubububub. Und die habe ich alle schon voll gequengelt, dass das bei denen sofort richtig doll losging. Musste ich erstmal ein bisschen Seelensorge leisten. Irgendwie, die müssen schon diese Woche ganz viele Arbeiten schreiben. Ich hoffe, das ist bei euch anders. Und, müsst ihr eigentlich noch die ganzen Schulbücher mit euch rumschleppen? Ich weiß noch, als ich damals zur Schule gehen musste, ich muss immer noch zur Schule gehen wegen Ausbildung, aber da haben wir keine Bücher mehr. Musstet ihr damals auch die ganzen Bücher immer mitschleppen oder habt ihr irgendwelche Schließfächer dafür? Wir hatten nie welche. Wir mussten immer die ganzen Bücher von zu Hause mitnehmen, die ganzen Lehrbücher und auch wieder mit nach Hause nehmen, für Hausaufgabe etc. Das war richtig nervig. Dann waren die Schulranzen immer viel, viel zu schwer. Ist das bei euch immer noch so? Das würde mich aber interessieren. Oder habt ihr inzwischen nur noch solche Aufgabenbücher? Diese kleinen Heftchen, wo immer so ein paar Aufgaben drin sind. Die waren schön. Aber die Bücher waren nervig. Blöde Bücher. Gut, dass ich die nicht mehr habe. So. Okay. Wir leben auf jeden Fall noch. Haben sogar noch über ein Leben. Was haben wir hier? The Moon. Ab in die Geheimraum. Das ist natürlich auch schön. Da haben wir ein bisschen Geld. Ich denke einfach mal, dass hier der Geheimraum ist. Nö. Aber wir kriegen kostenlos Geld. Das ist auch was Schönes. Und wissen, dass da oben der Geheimraum immer nicht ist. So. Ich frage mich aber trotzdem, was das über unserem Kopf ist. Store Credit. Store Credit ist doch, dass man einmal was kostenlos mitnehmen kann. Im Shop. Oder im...
Devil Deal oder sowas, oder? Komm, da schauen wir mal in den Shop rein. Ja, wir können uns irgendwas hier kostenlos mitnehmen. Was wollen wir uns mitnehmen? Wir nehmen uns das Herz mit. So. Haben wir unser Trinket gut eingesetzt. Das andere können wir gleich wieder mitnehmen, wenn wir zum Boss gehen. Davor brauchen wir es sowieso nicht. Das ist ein komischer Raum. Schießt das Ding? Au. Hä? Oh Gott. Das ist wirklich voll... Ah, nee. Ich will nicht sterben. Ich werde gleich an dem Feuer sterben. Ich sehe schon kommen. Nein, ich werde an den anderen Dingern hier sterben. Okay, ich hau mal lieber ab. Ah, wir müssen da oben aber eh rein. Ah, nein. Weil da der goldene Raum ist. Das ist schlecht. Vielleicht sollten wir lieber den Boss besiegen, hoffen, dass wir da irgendwas finden, dass wir fliegen können. Und dann weiter gucken. So. Keine Bombe, dafür Geld. Ich bräuchte die Bombe eigentlich, um hier zu gucken, ob ich da lang gehen kann. Nee, stimmt. Wir sind ja jetzt eh schon sicher. Wir können da... Nein, wir haben keinen Schlüssel mehr. Oh nein, aber im Shop war ein Schlüssel. Das weiß ich. Okay, ab in den Shop. Los, Jesus, lauf. Laufe in den Shop. Hä, wir sind wirklich voll die Transe. Erst jetzt Jesus sich eine Perücke auf und dann noch Lippenstift. Ist klar. Und dazu diesen komischen Bart. Oh mein Gott. Was ist falsch gelaufen bei Jesus? Schlechte Erziehung von Gott. Mann. Das hätte ich nicht gedacht. So, kaufen wir uns das Ding. Missing Page. Immer ein schwarzes Herz. Das ist auch was Schönes. So. Ich habe eine Seite und ihr mal nicht. Und, oh, nice. Richtig heftiges. Ja, Tier ist ab. Geil. Wie hieß das? Number One? Okay, merke ich mir mal. Ich wusste den Namen davon jahrelang nicht. Jetzt weiß ich ihn. Number One. Okay. Ich mag das. Piu, 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 piu. So, wo muss ich die Welt wieder mitnehmen? Das war hier, genau. Und dann können wir zum Boss. Pin. Okay, Pin ist einfach. Voll mit unseren ganzen Spinnen, die wir dabei haben. Und dann kriegen wir hoffentlich einen Angel-Raum. Das wäre ganz toll. Okay. Leider nicht. Dann gehen wir in die nächste Ebene. Wieso haben wir keinen bekommen? Unfair. Wir haben Rosary Bread, Brot. Und kriegen trotzdem keins. Merkwürdig. Au, aber okay. Stimmt, wir haben sogar 3 Schaden wegen dem Dornenkranz. Natürlich auch recht schön. So. Ich hoffe einfach mal, dass sie gleich noch eine Trollbombe hier irgendwie spawnen. Sonst müsste ich nämlich mein Trinket wieder, mein Space-Item einsetzen und das will ich eigentlich nicht. Komm, Trollbombe! Yay! Okay. Kriegen eine kostenlose Bombe. Das ist auch gut. So. Nein! Falsch gesprengt. Da oben ist ein blauer Stein. Oh, nee. Oh, nee. Das war doof. Immer erst gucken, ob irgendwo blaue Steine sind. Und dann erst sprengen. Das ist ein Pro-Tipp von mir. An euch. Extra für euch getestet. So. Aber wir haben ja unser Space-Item, von daher macht uns das nicht wirklich was. Können wir auch gleich noch gucken, ob da vielleicht der Geheimraum ist. Nö. Okidoki. Wir sind glücklich. Oh, und wir brauchen Sachen. Ganz viele Sachen. Ich will Sachen haben. Gib mir Sachen. Gibst du mir Sachen? Gibst du mir Sachen? Du gibst mir Sachen. Danke. Irgendwo ein blauer Stein? Nö. Ich sehe auf jeden Fall keinen. Gut, gehen wir weiter. Ich würde... Was ist immer los mit dem Feuer? Das ist voll gruselig, wenn die so richtig groß sind. So. Was haben wir da Schönes? Geld. Nice. Können wir auf jeden Fall auch wieder in den Shop reingucken. Was bist du? Kamikaze. Nee. Die Leben verlieren. Jesus wird niemals Kamikaze machen. Das können wir nicht mit uns vereinbaren. Tut mir leid, Kamikaze. Aber nein. Pau, 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 pau. So. Was macht der Rote? Explodiert der? Nee. Der Rote macht einfach gar nichts. Okay. Ja.
Ich finde die süß. So. Okay. Wo ist der Shop, ist die Frage. Den müssen wir noch finden und dann noch natürlich den Boss. Aber wir sind schon in der dritten Ebene. In der Ebene können wir jetzt, glaube ich, keinen Angel-Raum bekommen, oder? So wie ich das sehe. Und wir haben auch noch keinen Stachelraum bisher bekommen. Das finde ich auch merkwürdig. Kommt keine Stachelräume, wenn man irgendwie ganz viel Faith up hat. Kann das sein? Weil die dann irgendwie doch böse sind. Man weiß es nicht. Aber möglich ist das. Ich würde auf jeden Fall... Oh, warte, da war ein blauer Stein. Was? Ein roter von denen? Okay, habe ich auch noch nie gesehen. Aber sieht auf jeden Fall nett aus. Ih, blutige Scheiße. Das wünsche ich auch keinem. Ah, wir wissen nicht, was es ist. Wir kaufen es einfach mal. Technologie. Gelbe Technologie. Ja, okay. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Gut. Dann war hier auf jeden Fall noch ein blauer Stein. Zwei blaue Herzen. Das finde ich auch sehr schön. Kommen wir da an das Geld ran? Nein. Okay, wir brauchen Geld für das blaue Herz. Das blaue Herz hätte ich gern. Okay. Ja, komm. Zwei... Oh Gott. Zwei Münzen sind ja wohl noch drin. Hä, wir schießen trotzdem noch? Okay. Wir haben eine Technologie, mit der wir trotzdem noch schießen können. Finde ich jetzt nicht ganz so schlecht. Ein gelber Laser. Gelber Laser ist bestimmt richtig stark. Pssst, naja, geht so. Könnte stärker sein, aber anscheinend sind die drei Striche ja geblieben. Von daher sollten wir eigentlich genauso viel Schaden machen wie vorher. Aber durchgehend. Das war auch schön. So, alle Kacki-Häufchen kaputt machen für ein bisschen Geld. Na, eine Münze vielleicht noch? Nö. Komm, irgendwo kriegen wir wohl noch eine Münze her. Gebt mir Geld. Ich will Geld. Okay. Dann nicht. Ein blauer Stein? Nö. Pestilenz. Cool, wir kriegen... Nein. Wir kriegen gar nichts. Wir kriegen unseren ersten Cube of Meat. Denke ich mal. Ja, hier. Nimm. Oh, macht das viel Schaden. Ist nett. Ja, Cube of Meat. Einen Devil Deal. Okay, was auch immer. Können wir kostenlos mitnehmen. Book of Sin. Nee. Justice. Ja, können wir mal einsetzen. Wir könnten jetzt in den Shop zurücklaufen und uns das blaue Herz kaufen. Aber habe ich nicht wirklich Lust zu. Also lassen wir das. Hä? Wir haben sau viel Zeug, dass wir irgendwie in die Angel-Räume bekommen könnten und kriegen einfach ein Devil-Room. Wahrscheinlich, weil Jesus eine Transe geworden ist und das findet Gott nicht so toll. Deswegen werden wir jetzt bestraft mit dem Teufel. Oh Gott. Wie schnell der ist. Ist krass. Au. Okay, ich hätte mir doch das blaue Herz kaufen sollen. Oh, ich hasse diese Dinger. Mann. Stirb. Ich hasse diese Augen. Ich hasse alle Pieps und The Bloods, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Alle. Jeden einzelnen. Vor allem, die haben so richtig viele Leben und dann sind sie so richtig nervig mit ihren Augen. Und die Augen können wir nicht mal wegschießen, weil wir so einen blöden Laser nur haben. Oh, das kann ja ewig dauern. Wow. Okay, immer ein paar Bomben. Wow, ich verliere meine ganzen Leben. Nein. An so einen blöden Piep. Ich glaub's da nicht. Jesus, please. Aber wir haben noch ein zweites Leben. Also, wir sind safe. Ob wir dann wohl als Osterhase wiedergeboren werden? Das wäre aber was. Ich will als Osterhase wiedergeboren werden. So. Irgendwie machen wir nicht viel Schaden. Wir bräuchten auf jeden Fall mal ein Damage Upgrade. So ein Pentagramm wäre ganz schön. Oder Abaddon? Abaddon? Ja, Abaddon. Abaddon. Abaddon wäre auch schön. So.
Die sind weg. Wir haben genug Bomben, um hier mal nachzugucken. Hier ist doch garantiert auch noch irgendwo ein blauer Stein, oder? Tears Up bringt uns jetzt nicht allzu viel. Wieso sind wir schwächer geworden? Hä? Durch die Tears Up-Pille sind wir schwächer geworden? Echt? Das ist ja doof. Oder so, hä? Haben wir irgendwas aufgesammelt, dass wir schwächer werden? Hab keinen Plan. Eben hatten wir noch 3 Striche, das weiß ich. Egal. Gut. Dann können wir ja mal in den goldenen Raum gucken, wo dann hoffentlich irgendein Damage-Up drin ist. Es ist The Buddy. Okay. Immerhin 3 rote Leben. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Leben wir ein bisschen länger und sind muskulös. Wir sind ein muskulöser Jesus. Aber wieso machen wir jetzt nur noch 2 Schaden? Weil wir schneller angreifen, wird dann der Damage runtergesetzt oder wie? Nee, das ergibt ja gar keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Du ergibst auch keinen Sinn, aber dann kriegen wir wenigstens ein Lebensupgrade. Gut, dass du hier drinne bist. So. Und natürlich hat er uns noch einmal getroffen, aber das macht uns nichts, weil hier kriegen wir schöne Sachen. Die Pille war Tears Up, gell? Ja. So, sind wir jetzt wieder schwächer geworden? Nee. Bringt uns Tears Up überhaupt irgendwas mit dem Laser? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir jetzt mal irgendwann einen Angel-Raum bekommen könnten. Das wäre eigentlich ganz schön. Oh, dann, wir sollten dann eigentlich nur noch Jesus spielen, oder? Weil mit Jesus haben wir ja dann eine viel höhere Chance auf Angel-Räume als alle anderen. Wenn er von Anfang an einen Rosary-Breed hat und wir immer noch den Godhead brauchen, was eigentlich richtig traurig ist, dann wäre das vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Aber wir machen viel zu wenig Schaden. Das ist echt traurig. Also so kommen wir nicht wirklich weit, wenn wir so wenig Schaden beibehalten. Naja, wir schauen mal. Ein paar Räume haben wir noch vor uns, bis wir bei den schweren Passagen sind. So. Wow. Erstmal die Stacheln laufen und ein ganzes Leben verlieren. Läuft bei mir. So. Megamor, okay. Wir machen so gar keinen Schaden. Oh mein Gott. Nimm die Bombe und sterb dran. Danke. Wieder kein Angel-Raum. Also irgendwie haben wir nicht so richtig viel Glück. Kann das sein? Aber wir kriegen ganz viele Leben. Hä, gab's keinen Shop? Doch, da oben. Wir waren im Shop schon drin. Ach so. Stimmt, da haben wir auch ein Lebensupgrade geholt. Jetzt erinnere ich mich. Und eine XL-Ebene. Das heißt, wir können nur bei Mutters Herz noch einen Angel-Raum bekommen. Schade. Eine XL-Ebene ist gerade doof. Ist gerade wirklich doof. Dann sollten wir uns überlegen, ob wir eventuell nur einen Boss machen und nicht in irgendeine Chest gehen, weil wir so wenig Schaden nur haben, dass sich das eventuell nicht lohnt. Bevor wir dann sterben später, lieber nicht. So, was haben wir hier? Ein Pin? Sieht aus wie ein Pin. Kein Pin? Du, okay. Wo sind die Damage-Ups? Justice. Okay, Justice ist gut. Na, Damage-Up vielleicht hier drin? Eine 1. Eine 1 Revolt doch alles. Ach ja, machen wir mal. So. Nein, wir haben diesen blöden... Oh. Ja gut, schildet hier ist immerhin. Das ist auch sehr schön. Dann kriegen wir auf jeden Fall Devil-Deals oder Angel-Deals. Was doof ist, ist allerdings, dass unser Körper abgetrennt ist. Damit kann ich nämlich immer nicht umgehen. Das finde ich doof.
Aber gut. Müssen wir jetzt erstmal mitleben. Oh, wir haben Proptosis, wie es scheint. Wir haben Proptosis, Shield des Tiers. Unser Körper ist abgetrennt. Und ganz viel anderes Zeug. Wir sind Löwe. Oh, und wir haben. Hier, wenn wir uns. Das da haben wir. Ha, wir haben Leben dazu bekommen. Und wenn wir stehen bleiben, dann passiert auch nichts. Geil. Okay, hat sich gelohnt. Wir haben richtig viele Angel-Items bekommen. Wir haben den Heiligenschein bekommen. Wir haben dieses blaue Ding bekommen. Dieses blaue Kreuz, was uns alle 5 Räume blaue Leben gibt. Ist schon nett. Soweit, würde ich sagen. Dann haben wir noch den. Dieses Ding bekommen da. Ihr wisst schon. Ne? Das Ding. Wie heißt denn das? Sacred Heart haben wir noch bekommen. Läuft also. Oh, ich finde das richtig komisch, wenn man mit dem Körper überall rüberlaufen muss. Das ist echt nicht toll. Hilfe. Das verwirrt mich einfach nur. Und vor allem, dass sich der Kopf halt die ganze Zeit noch so dreht. Das ist alles verwirrend. Wieso sollte man dieses Item aufheben? Ich weiß es nicht. So. Okay. Egal. Wir haben viele Leben. Wir sind recht stark. Ja, wir sind mega stark. Und haben auch noch Schildtiers. Was will man eigentlich mehr? Vielleicht einen festsitzenden Körper. Ja, okay. Aber sonst... Nicht gleich den Kopf verlieren, Leute. So ein schlechter Witz. Sammel das ein, blöder Körper. Judgment, okay. Eine Münze darfst du haben. Okay, Chance vertan. Dafür wirst du sterben. Blauer Stein, nö. Ich frag mich, ob die Gegner sterben, wenn wir jetzt einfach hier stehen bleiben. Oh ja. Ach, unser Kopf macht Schaden, oder was? Echt? Das ist ja sauwitzig. Da müssen wir jetzt einfach nur überall hinstellen. Und die Gegner kommen dann zu uns. Und dann sterben sie. Wow. Okay, das ist chillig. Okay. Da ist wieder nix. Du. Stimmt, das ist sogar eine XL-Ebene, gell? Dann müssen wir also 2 goldene Räume noch finden. Und allen möglichen anderen Quatsch. Wir stellen uns einfach mal hin. Au. Sterbt. Das ist voll witzig, wenn man sich einfach nur hinstellen muss. So. Ja, ja. Kommt ihr alle mal her. So. Kann man auf jeden Fall gut benutzen. Ach man. Dieser blöde Körper. Das ist einfach richtig verwirrend. Ich kann das nicht beschreiben, aber ich mag das nicht. Oh Gott. Hinstellen. Ja, wir sind OP. Nichts kann uns was anhaben. Können wir uns das eigentlich wegschubsen? Oh, so minimal. Nicht wirklich. Okay, aber der Kopf macht Schaden. Deswegen macht man das vielleicht. Dann kann man einfach gegen die Gegner mit dem Kopf gegenlaufen, oder wie? Sehe ich das richtig? Dann kriegen die Schaden. Ah ja, tatsächlich. Das ist natürlich ein cool... Okay. Okay, dann ist das doch ganz witzig. Dann ist man quasi... Oh, gar nicht darauf angewiesen, zu schießen. Weil man einfach mit dem Kopf alles vernichten kann. Wieso gibt es dafür keine Challenge? Die wäre doch mal witzig. Eine Headless Challenge. Das fände ich witzig. Wieso gibt's sowas nicht, hä? Hä? Wo man dann einfach nur mit seinem Kopf die ganze Zeit die Gegner töten muss. Das fände ich mal toll. Wir haben keine Schlüssel mehr. Warte, da war eine Karte, die will ich haben. Da haben wir unseren Schlüssel. Oh Gott, unseren Schlüssel. Dieser blöde. Ich meckere jetzt die ganze Zeit darüber rum. Aber es ist einfach nur blöd. Wieso ist die so groß?
War die Spritze schon immer so groß? Ich weiß es nicht. So, hi. Ich stelle mich einfach mal hin. Aua. La 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 la. La 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 la. So, was haben wir hier? Okay, hi. Ich bin unverwundbar. Na gut. Zumindest ein bisschen. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Hilfe! Ja gut, egal. Wir verlieren ja immer nur ein halbes Leben. So. Uns geht's gut. Aber dieses riesige Feuer, das ist richtig... Wie, hier ist kein Boss. Was? Wir sind den ganzen Weg falsch gelaufen? Okay, ich hätte jetzt schwören können, dass da der Boss ist. Aber anscheinend ist der hier unten. Wow. Lass mich raus, ich will nur die Gegner besiegen. Ja. Okay. Oh, Judas Zunge, toll. Wenn wir uns hier hinstellen, dann sollten wir keine Leben verlieren und die springen dann einfach zu uns hin, gell? So. Na komm her. Keine Angst. Brauchst keine Angst, um mir zu haben. Mein toter Kopf will dich nur töten. So, und was ist mit dem? Wieso kommt der nicht an? Der hat keinen Bock. Gut, töten wir dich jetzt so. Na los, komm her. Komm her jetzt. Dankeschön. Der spannendste Kampf des Jahres. Damage up. Gut, das brauchen wir. Nee, brauchen wir gar nicht. Hätten wir eben gebraucht vor dem Ding jetzt Bums. Das kann jetzt dauern. Ja, ich hol mir da mal was zu trinken, ne? Oder ich esse Schokolade. Milka-Schokolade ist immer gut. Oreo-Milka-Schokolade. Nam, 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 nam. Ja, und wie war bei euch heute das Wetter so? Hier war das ganz okay. So. Wir nehmen das mit. Und wir haben unseren ersten... Okay. Unseren ersten Dingensbums hier. Ja, Dingensbums. Und ersten Angel-Raum. Ist mir egal. Ich habe ein Polaroid. So. Oh. Okay, das war dumm. Ich sehe es ja ein, das war wirklich dumm. So. Oh, wir haben doch einen ganzen Schlüssel. Das war doch ein Schlüsselstück. Man hat es noch nicht gesehen. Hey, guck mal, das folgt uns nicht mehr. Nein, unser Schlüssel folgt uns nicht. Was ist los? Wollen wir fliegen? Nö. Nö. Okay. Dann. Letzte Chance auf einen Angel-Deal. Beziehungsweise wir kriegen auf jeden Fall einen Devil- oder Angel-Deal. Aber. Ja, letzte Chance halt. Danach gibt es keine mehr. Wieso folgt uns das jetzt nicht mehr? Das finde ich gerade ein bisschen doof. Nur weil es jetzt ein voller Schlüssel ist, meint es braucht uns nicht mehr. Die Schlüssel werden so schnell erwachsen. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh ja, nehme ich mit. Danke. Okay, wieder falscher Weg. Ich gehe immer den falschen Weg. Ich würde gern fliegen können, aber kann ich nicht. Oh. Dies ist gut. Dann wollen wir da rein. Ne, wir wollen da nicht rein. Das würde zu viel Leben kosten. Und ist jetzt die Frage, ob wir halt wirklich in die Chest wollen oder lieber nicht.
Genug Schaden haben wir jetzt eigentlich, aber halt der Körper nervt. Ich habe Angst, dass ich da dann doofen Schaden bekomme die ganze Zeit. Na, wir könnten uns eigentlich die ganze Zeit einfach hinstellen, in den Raum gehen und hinstellen. Aber das ist ja langweilig. Daher weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Okay, weit weggehen, dann sollte der aufgehen. Und dann angreifen. Gut, da war ein blaues Herz. Wieso habe ich das nicht mitgenommen? Ich weiß es nicht. Nehmen wir es jetzt mit. Und dann ist hier irgendwo hoffentlich der Boss. Pin, hi. Wow. Da ist unser weißes Herz gleich weg. Läuft bei uns. Wir brauchen schon weiße Herzen. Oh, da ist es weg. Aua. Hat er uns wehgetan. Dieser Bastard. Au. Egal. Lemon Party. Oh ja. Lemon Party. Oh, bringt bei denen gar nichts. Nein. Lemon Party. Warum? Noch mehr Schaden. Au. Angel Boom. Und wir haben einen Cube of Meat und ein Dings haben wir aber gar nicht. Wir haben den Schild. Seit wann gibt es denn diese doppelten? Die hatte ich noch nie in der Savior-Mod. Diese doppelten Angel-Räume. Naja, egal. Dann würde ich doch lieber mal Isaac spielen. Und dann so einen doppelten Raum. Das hätte schon was. So, diese Atemluft brauchen wir eigentlich nicht. Die ist richtig unnötig. So, dann war da noch ein blaues Herz. Blaues Herz, habe ich gesagt. Danke. Und dann war das die letzte Chance leider auf dem Angel-Raum. Aber wir kriegen auf jeden Fall noch Devil-Deal-Items. Jetzt beim Dings. Und wir haben ein Schild. Wir können unseren Körper mit dem Schild schützen. Geil. Würden wir nicht diesen komischen... Aber jetzt jetzt sehen wir wenigstens besser, wo unser Körper ist. Das ist eigentlich ganz gut. Weil wir einfach nur auf das Schild achten müssen. So. Yay. Übrigens ist dieser Raccoon-Schwanz, den wir haben, richtig süß. Prayer Card. Ja, kann man einmal einsetzen. Kaufen wir uns das. D100. Oh. Ich weiß nicht, ob das eine gute... Okay, es war eine gute Idee. Wir können fliegen. Und wir haben The Wafer. Und wir haben The Peeper. Und wir haben noch ein blaues Herz mehr. Achso, okay, ja nicht. Haben wir doch nicht. Guck mal, unser Schild ist sogar noch da oben. Können wir das wieder einsammeln? Gib mir mein Schild. Was ist das Schild da? Geil. Wir sind ein Zylinder-Judas. Wir sind Judas Houdini. Achso, wir können ja fliegen. Okay. Ja, was auch immer wir haben auf jeden Fall Triple Shot und die sind rot. Warum sind die rot? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir nicht so dollen Schaden, aber weil es halt Bombis sind, haben wir doch Schaden. Müssen halt die ganze Zeit warten, bis sie dann mal irgendwann explodieren, aber das macht ja nichts. Was kriegen wir hier noch Schönes? Geld, okay. Und anscheinend haben wir auch einen Magneten. Oh. Nein, es ist unser Dings weg. Unser... Ich weiß den Namen davon nicht. Es tut mir leid. Wie heißt das Item? Dieses Sacrified Heart. Genau, so heißt das. Und wir haben Maudado. Hi Maudado, wo kommst du denn her? Und wir können uns gleich nochmal rerollen. Oh, warte. Wenn wir uns jetzt die ganze Zeit rerollen, dann können wir ja... Dann können wir ja... Den Godhead... Nee, können wir nicht. Ich glaube, irgendjemand hatte mal gesagt, dass wenn man das noch nie eingesammelt hat, dann kann man das auch nicht rebuilden. Oder doch? Doch, kann man. Hey, es hat zwar ja mal jemand gesagt, aber man kann das ja. Ich habe das ja schon selber mitbekommen, glaube ich, dass man das kann. Ah!
Prirol. Na, was haben wir jetzt Schönes? Ein Bumsen? Nee. Das wird ja immer schöner hier. Na egal, wir haben wieder volle Leben auf jeden Fall. Das Fliegen wird dann ja zum Glück nicht weggenommen. Wir haben scheinbar ein nettes Baby dabei. Wir haben ein Bob's Brain. Wir haben ein... Wir haben allen möglichen Krams auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Dann, wenn ich jetzt schon den D100 habe, dann will ich mich auch so oft wie möglich rerollen, wenn ich ehrlich bin. Ah, die wollen mich doch verarschen. Au. Und wir haben scheinbar ein Holy Mantle. Sehe ich das richtig? Oder haben wir wieder Sacrifice Heart? Nee, haben wir nicht. Oder doch? Warte mal. Das können wir ja ganz leicht ausprobieren. Indem wir einfach eine Bombe hinlegen. Nein. Okay. Was auch immer. So. Rosary Breed brauchen wir nicht mehr. Ich wüsste nicht wofür. Aber das Ding eigentlich auch nicht. Komm, wir nehmen die Zecke mit. Die heilt uns wenigstens und macht die Gegner schwächer. Die Bosse. Aber wir haben Holy Mantle. Auf jeden Fall haben wir einen Holy Mantle. Und wir wollen. Na, was sind wir jetzt? Okay. Was haben wir für Tränen? Aha. Aufladbare. Naja, gut. Geht besser. Ich will noch was anderes. Na, vielleicht eine 1 oder so? Nö. Rage up. Hier, 2 Spades. Ja, gut. Ja, gut. Geht besser. Ja, schau mal. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Schöneres. Und gleich haben wir einfach gar keinen Schaden mehr. Vielleicht kriegen wir einfach wieder so ein Bullshit, so wie damals, als wir Sojamilch hatten mit Eiperkick. Sojamilch mit Eiperkick und Boomerang. Das war immer noch das Schönste. Das war richtig schlimm. Sojamilch, Boomerang. Und Eiperkick. Das war so schrecklich. Da hat man dann halt richtig schnell diese ganzen Eiperkicks losgeschossen. Aber die kamen wieder zurück. Und halt richtig viele kleine. Das war richtig schlimm. So, wir gehen natürlich nach oben, weil wir haben das Polaroid mitgenommen. Und hoffen einfach mal, dass wir uns noch ein paar Mal gut... Oh, was haben wir da? Welche haben wir hier, Schüdig? Welche haben wir? Eine... Aha. Nee, dafür besiege ich nicht mal den Gegner. Pff. So, ein Raum noch, dann können wir es wieder rerollen. Oh. Obwohl, so schlecht ist das gar nicht, was wir gerade haben. Aber wenn ich den D100 habe, dann muss ich mich einfach jedes Mal rerollen. So, was denn haben wir jetzt? Wir haben auf jeden Fall mehr Schaden mit mehr Geld. Haben Chocolate Milk, wie es aussieht? Ja. Chocolate Milk haben wir. Dann haben wir den Eisenbarren. Allen möglichen Stuff um uns rum. Ach, das passt schon. Und, ja. Ja, hi. Den schwarzen Magneten haben wir scheinbar auch. Hilfe. Hilfe! Deswegen fliegen die Gegner gerade so komisch. Oh Mann. Okay. Was auch immer. Hallo. Was haben wir hier? Hi. Und wir haben volle Leben, ey. Ist schon krass. Lockdown. Reward. Jetzt ist es ein Lag-Up. Warum ist es jetzt ein Lag-Up? Man weiß es nicht. Egal. Was haben wir? Wir haben Kätzchen. Okay, Kätzchen sind schön. Nee, setze ich nicht ein. Zeitlupe-Attacke. Oh Mann. Ja, geht besser, aber wir schießen anscheinend in alle vier Richtungen. Haben wir Locus Hörner auf, oder wie? Ja, wir haben Locus Hörner. Deswegen schießen wir ab und zu mal in alle Richtungen, können auf jeden Fall durch die Gegner durchschießen und wir haben eine blaue Fliege, sehe ich gerade. Mit der können wir auch angreifen. Wir haben zwei Fliegen. Wir haben eine blaue Fliege und die andere Fliege. Oh, sag mal, die sind ja richtig laut. Au. Ah, und wir sind eine Virgo. Wir sind eine Jungfrau, sind wir.
Deswegen haben wir eben den Schild bekommen. Oh, ein Damage-Up. Nimm ich sehr gerne. Gib mir das. Au. Ja, bevor wir zu Isaac gehen, würde ich gerne noch einmal rerollen, weil das Equipment, das wir gerade haben, mag ich nicht so wirklich gerne. Da müssen wir nämlich relativ nah an die Gegner ran. Was war das denn eben? Voll die Kitty-Explosion. Ach so. Eine Bombe. Wenn wir eine Bombe machen. Wir haben anscheinend diese Tränenbomben, ja. Pow. Aber geil. Ja gut. Egal. Wir können uns auf jeden Fall nochmal rewollen, bevor wir zum Boss gehen. Ist nett. So, rerollen. Was kriegen wir Schönes? Oh, wir werden immer langsamer und langsamer. Und ich glaube, wir haben keinen Schaden, gell? Ja, wir haben gar keinen Schaden. Ah, okay. Ah, wir haben eine Maske. Und wir haben... The Soul. Dann können wir hier einfach stehen bleiben. Trifft uns ja eh nix. Haben wir noch irgendwas anderes außer Fliegen um uns rum? Nee, ne? Nee. Aber wir sind richtig, richtig langsam und machen gar keinen Schaden. Aber wir haben eine Tierspur. Eine Teerspur unter uns. So. Das haben wir geschafft. Ab in die Chest. Hoffentlich kriegen wir hier noch irgendwelche coolen Items. Kann ja nur noch besser werden. Oh, die Schere. Lucas Hörn hatten wir eigentlich eben auch schon. Warum auch immer wir das jetzt nochmal bekommen. Spider Baby. Pinking Shears ist eigentlich ganz cool. Cracks of Sky geht so. Aber wir wollen natürlich unseren D100 behalten, damit wir noch ein paar Mal rerollen können. Ja, aber dafür brauchen wir erstmal noch 5 Räume. Here to go. Ah, aber die haben jetzt alle weniger Leben wegen der Zecke. Das ist cool. Gleich von Anfang an haben die gleich schon weniger Leben. Und wir kriegen jedes Mal ein Leben dazu, oder was? Boah, dann ist die Zecke ja in der Chest richtig gut. Hä, dann ist sie allgemein gar nicht mal so schlecht, die Zecke. Warte, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ja, die verlieren alle Leben auf jeden Fall. Und die Zecke macht ja auch eigentlich, dass man ein Leben bekommt, wenn man zum Boss geht. Und da es hier alles Bosse sind, sollten wir jedes Mal ein Leben dazu bekommen. Das gucken wir jetzt mal. Wir haben auf jeden Fall 2 Leben zu wenig. Und wenn wir jetzt hier reingehen, ne, kriegen wir kein, okay, wir kriegen keine Leben, aber die Gegner verlieren immerhin Leben. Immerhin. Letzter Raum, dann kriegen wir hoffentlich wieder irgendwas Schöneres als das, was wir gerade haben. So, au. Rirol. Und wir kriegen. Oh, okay, wir haben Ludewigs Technik auf jeden Fall mit einem Laser. Hatte ich auch noch nie.
Sieht aber interessant aus auf jeden Fall. Los, Ludwigs Laser. Macht das Schaden? Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht. Nicht wirklich, nein. Ha, naja, gut. Und anscheinend haben wir auch den Tiny Planet. Okay, was auch immer. Das sah eben witzig aus. Wir können fliegen. Oho. Oh, wenn wir das können wir rewollen. Warte, Moment. Wenn wir gleich nochmal rewollen können, dann werden wir das rewollen. Und dann werden wir auch unsere Temperance-Karte da ablegen. Oh, warte. Oh, das wird richtig gut. Wir legen... Wo ist das? Das ist da. Wir legen die ganzen Karten da jetzt rein. Und dann... Wenn wir hier gleich rewollen, dann wird das alles gerewollt. Oh, wir haben Sojamilch. Okay, deswegen machen wir keinen Schaden. Oh, oh. So. Ja, kann jetzt ein bisschen dauern. Jera auch noch. Ist Jera... Jera? Momentchen mal. Jera war doch Verdopplung, oder nicht? Moment. Jera. Ja. Jera verdoppelt alles. Geil. Okay, warte, das kann gut werden. Wenn wir hier noch genug Räume haben, dann ist das echt gut. So, Jera. Mit Jera können wir alles verdoppeln. Jetzt ist die Frage, ob wir die Sachen verdoppeln wollen. Oder die Sachen, die da dann rauskommen. Ich glaube, die Sachen, die da rauskommen, wird sich mehr lohnen. Weil dann wahrscheinlich auch noch mehr da drin ist. Ich hoffe einfach, wir können noch ein paar Mal rerollen. Das wäre dann richtig gut in dem einen Raum da. Aber dieser Laser sieht eigentlich schon sehr cool aus, muss man ja mal sagen. So, auf geht's. Bumsen Baby. Du bist das coolste Baby ever. Oh. Okay, zwei Räume to go. Gegner. Zwei Räume. Okay, wir haben auf jeden Fall noch zwei Räume. Wir haben sogar noch... Ja, okay, wir können wahrscheinlich noch zweimal rerollen. Finde ich gerade recht schön. Wir haben sogar noch ein zweites Leben, wo auch immer wir das jetzt her haben. Blöder Gegner. Sehr blöder Gegner. Okay, ein Raum. Ein Raum noch. Und wir laufen zurück. Moment, das Herz will ich gerne noch haben. Auf geht's. Jetzt wird's gut. Jetzt wird's richtig gut. Pass auf. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so. Also, wir machen... Warte, wir haben auf jeden Fall noch mehr als 6 Räume, gell? 2, ja. Gut, dann rewollen wir das. Kriegen ein bisschen Stuff. Können wir einmal einsetzen. Ist leider nichts wirklich Gutes dabei gewesen. Okay, dann. Nice. Dann verdoppeln wir das. Und kommen gleich nochmal wieder. Lulululu, du du du, da 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 da. Wow, da Damage. Da Damage, oh Gott. Okay, das wird uns langsamer machen, das Lad-Ding da. Und wir haben sowieso schon volle Leben, deswegen sammeln wir das einfach nicht ein.
Aber wie viel Schaden haben wir? Power, 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 power. Yes. Geil. I like that. This is approved by Dizzy. Hat er sich davon gemogelt, der Kleine. Der Schlawiner doch. Mann, Mann, Mann. So. Ein Raum noch. Und dann haben wir nur noch 4. Ja, okay, wir besiegen erstmal den Boss. Ah, das hat natürlich auch was, wenn wir das hier rerollen. 3 Items. Beziehungsweise 2. Egal, so. Pow, pow, pow. Was? One Hit? Echt? Jo, okay, nice. Bevor wir uns gleich in irgendwas Schlechtes rerollen, mache ich lieber kurz den Lamp noch fertig. Hä, echt? Ganz normal so Lamp? Öde. Ging auch viel zu schnell. Na, gib mal wieder her. Was bist du? Du hast Diamonds. Okay. Okay, 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 okay. Einmal zurücklaufen. Wieso ist jetzt hier alles dunkel? Hat so Lamp alles dunkel gemacht? Ah, da ist es wieder hell. Wir dürfen die Ebene nochmal machen. Oh, nice. Moment. Moment. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir kriegen die Chance, die nochmal zu machen. Das finde ich gut. Finde ich super. Haben wir schon mal aufgehoben gehabt? Ich glaube schon. So, einmal rerollen. Black Lotus. Und das Ding, das wir nicht mitnehmen können. Black Lotus nehme ich mit. Pickaxe. Nehmen wir die Leber auch noch mit. War Liver. Ich glaube, jetzt kriegen wir nur noch War Liver. Ja. Das heißt, wir haben alle Items, oder wie? Es wird nichts mehr gerewollt. Dann sollte ich... Ich glaube, wir kriegen jetzt nur noch War Liver, die ganze Zeit. Denn wenn man zu oft rewollt, dann kriegt man nur noch die rohe Leber. Wir könnten jetzt natürlich die ganze Ebene nochmal machen. Aber dann hätte ich lieber die Sachen... Mein Viererschuss davon eben behalten. Von daher, da beenden wir hier. Passt auch so. Ich hätte die Karte noch liegen lassen können. Habe ich gerade vergessen. Egal. So, das war Jesus. Jesus war ja eigentlich ganz cool. Wir sind nicht mal gestorben mit Jesus. Ich frage mich aber, warum die Winstreak auf 0 gewesen war. Weil eigentlich die beiden Challenges haben wir auf Anhieb geschafft. Und der letzte Adam-Run war ja auch richtig. Haben wir auch geschafft, glaube ich. Oder nicht? Haben wir den Adam-Run nicht geschafft? Muss ich mir gleich nochmal angucken. Naja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Morgen mit der Horse Pale Challenge. Heißt der Horse Pale? Nichts löschen hier. Pale Horse so rum. Okay. Und dann tschüss.